Der Durchschnitt eines Tests in einer Klasse liegt bei 11,6. Zwei Schüler haben einen leeren Test eingereicht und eine 0 als Note erhalten. Der Lehrer entscheidet, den Durchschnitt neu zu berechnen, ohne diese beiden Noten mitzuzählen. So erhält er einen neuen Durchschnitt von 12,4. Wie viele Schüler sind insgesamt in der Klasse? Nennen wir diese Anzahl Schüler x. Wir wissen, dass die Summe Sigma der Ergebnisse geteilt durch x 11,6 ist. Wir wissen auch, dass dieselbe Summe Sigma der Ergebnisse geteilt durch x minus 2 12,4 ergibt. Aus dieser ersten Gleichung schließen wir, dass Sigma gleich ist zu 11,6 mal x, und aus der zweiten Gleichung schließen wir, dass dieselbe Summe Sigma gleich ist zu 12,4 mal x minus 2. Also muss 11,6 mal x dasselbe sein wie 12,4 mal x minus 2. Wir multiplizieren beide Seiten dieser Gleichung mit 10, so verschwinden diese Kommas, und die 124 verteilen wir dann auf diese Klammer. So erhalten wir als Gleichung diese: 116x gleich 124x minus 248. Demzufolge ist 8 mal x gleich 248 und also x gleich 248 geteilt durch 8, und das macht 31. Letztendlich ist Antwort C also die richtige.